Es ist Sommer, teilweise ist draußen über 30 Grad, heute soll es bis zu 38 Grad werden. Wie stellst du sicher, dass dein Baby genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, wenn du stillst? Darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Susanne, ich bin eine der Hebammen im Geburtshaus Idstein und die Babys kommen natürlich direkt nach der Geburt bei uns an die Brust, damit sie die erste wichtige Nahrung zu sich nehmen, die sogenannte Vormilch, was suggeriert, dass es keine richtige Milch ist, das ist Quatsch. Das ist eine ganz wichtige Zusammenstellung der Milch, das Kolostrum, das ganz viele Antikörper enthält und Fett und eine Energiereserve für die nächsten Stunden mit sich bringt. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wie häufig muss ich mein Baby stillen, damit es genug Flüssigkeit zu sich nimmt? Und da kommt es ganz stark darauf an, wie alt das Baby ist. In den ersten 3 bis 4 Tagen, also bis die Brust richtig in Milchproduktion, in massive, deutliche Milchproduktion geht, ist es hilfreich, das Baby zum Stillen zu wecken. Und zwar spätestens alle 3 Stunden. Wenn es häufiger trinken möchte, darf es natürlich gerne häufiger an die Brust. Je häufiger es an die Brust kommt, desto besser wird der Milchbildungsreflex ausgelöst. Aber manche Babys sind auch von der Geburt einfach ein bisschen müde und geschafft. Und dann dürfen sie die ersten 4, 5 Stunden gerne schlafen und danach sollten sie aber regelmäßig alle 2 bis 3 Stunden geweckt werden. Denn ansonsten sinkt der Blutzuckerspiegel der Babys sehr stark ab. Und die Babys werden gar nicht mehr so richtig wach, möchten nicht mehr richtig trinken, trinken dann nur ein bisschen. Der Blutzuckerspiegel sinkt weiter ab, sodass das insgesamt eine negative Feedbackschleife ist, sowohl für die Milchbildung bei der Frau als auch für das Wachstum und Gedeihen des Kindes. Also die ersten Tage sind immer ein bisschen besonders. Und immer ein bisschen besonders ist es auch dann, wenn die Kinder besondere Voraussetzungen haben, sprich, wenn sie zu früh geboren werden, wenn sie krank sind, wenn sie besondere Bedürfnisse haben, dann müssen sie auch besonders häufig an die Brust bzw. beim Trinken unterstützt werden. In allen anderen Fällen, wenn der Milcheinschuss da war, genügend Milch vorhanden ist, dann regeln die Kinder das ganz von alleine. Und die Natur hat es ganz schlau eingerichtet. Die ersten Minuten kommt ganz dünnflüssige Durstlöschermilch für das Baby. Und wenn es so heiß ist, dann trinkt das Baby tatsächlich nur diese Durstlöschermilch. Und in dem Moment, wo die sahnige Hintermilch hinterhergeschoben wird, quasi die Hauptmahlzeit für das Baby, dann hört es auf, weil Hunger hat es eigentlich nicht gehabt. Und genau, dann ist es erstmal zufrieden. Natürlich bei dem Wetter nicht so lange, denn wir haben ja auch viel häufiger Durst als im Winter, wenn es so heiß ist. Das heißt, das Baby möchte wieder an die Brust und trinkt dann wieder erstmal nur die Durstlöschermilch. Und wenn es Hunger hat, natürlich auch die sahnige Hintermilch hinterher. Und so reguliert das Baby es ganz von alleine, wie viel Flüssigkeit es bekommt und wie viel dickere, nahrhafte Milch das Baby haben möchte. Die meisten Babys trinken etwa alle 2 bis 3 Stunden an der Brust. Manche machen ein bisschen längere Abstände, besonders wenn die Frauen auch sehr viel Milch haben. Und bei Frauen, die weniger Milch in der Brust momentan vorhanden haben, dann kommen die Kinder häufiger. Oder auch wenn sie mehr Milchbedarf haben, weil sie gerade einen Wachstumsschub machen und einfach mehr Nahrung brauchen, dann melden sie sich häufiger. Und wenn ihr sie dann jedes Mal an die Brust anlegt, dann bekommt euer Körper auch den Feedback, mehr Milch zu produzieren. Das dauert 1, 2 Tage, dann ist wieder mehr Milch da und die Stillabstände werden größer. Behaltet aber im Hinterkopf, dass bei diesem heißen Wetter die kurzen Stillabstände genau dafür da sind, dass das Baby genug Flüssigkeit bekommt. Sorgt deswegen auch gut für euch, dass ihr gut Flüssigkeit bekommt, dass ihr ausreichend Wasser trinkt. Gerade in der Stillzeit ist der Flüssigkeitsbedarf enorm erhöht. Und sucht euch ein schattiges Plätzchen.